Mit Spannung warten viele alljährlich auf diese Ankündigung. 2019 ist unser Überraschungsmodell eine Baureihe 18-4 und nicht irgendeine, sondern die hochachsige 18-4. Hochachsig kommt daher, eine normale, sage ich mal, 18-4 hat ja 1,87 Meter Treibräder und die hochachsige hat 2 Meter im Durchmesser bei ihren Treibrädern und deswegen sieht sie auch anders aus, ein bisschen höher und wird deswegen überall immer die hochachsige genannt. Metallbauweise sagen, es ist technisch natürlich mit allem, was reingehört, angefangen von dem Rauchsatz, detaillierter Führerstand mit Führerstandsbeleuchtung, Vollsound, also das komplette Programm. Im Tender finden die Elektronik und der Lautsprecher Platz. Gab es diese Tenderform schon bei Märklin oder sind das echte Neukonstruktionen? Deswegen ist das eine komplette Neukonstruktion von der Lok her und auch mit dem langen bayerischen Tender, den hatten wir vorher auch noch nicht, deswegen Lok und Tender komplett neu. Vorbildgerecht ausgeführt sind die verschiedenartigen Drehgestelle am Tender. Das markante Gesicht der schönen Bayerin als Vierzylindermaschine ist perfekt getroffen. Auch die Heizerseite ist feinst detailliert. Der filigrane Rahmen entzückt den Betrachter. Insgesamt 18 Lokomotiven der Baugruppe D wurden bei Maffei in München für die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen gebaut. Die Reichsbahn spendierte den Maschinen zierliche Windleitbleche. Ein Exemplar blieb erhalten und wurde dem Deutschen Museum in München geschenkt. Es kann im Verkehrszentrum Halle 2 betrachtet werden. Mit Spannung warten wir nun auf das erste funktionsfähige Muster der eleganten Maschine. Der serienmäßig eingebaute Rauchentwickler leistet gute Arbeit. Sehr angenehm klingt der Dampflok-Sound der grünen Maschine. Also es gibt eine Fangemeinschaft für die Epoche 1 oder die Länderbahn, weil die einfach von der Farbgebung deutlich schöner sind wie eine schwarze Dampflokomotive. Und bei dem Modell ist es natürlich auch so, dass sie das noch durch ein paar Epochen weiterspielen können. Also wir sind jetzt schon an der ziemlichen Obergrenze von hoher Detaillierung, gleichzeitig mit Spielwert und ja, dass sie auch robust genug ist. Wobei wir dieses Mal auch noch mal ein Stück weitergegangen sind, wenn Sie sich mal die Räder genau angucken. Die sind bedingt auch durch das Modell, das ist ja auszeichnet, sehr, sehr filigran und schön geworden dann. Ja, die Räder sind stets so etwas wie die Visitenkarte einer Dampflokomotive. Die Maschine ist sauber bedruckt. Zu den schaltbaren Funktionen zählt die Führerstandsbeleuchtung. Das Zugbegegnungslicht, also das obere Spitzenlicht, kann am Tender und an der Lok geschaltet werden. Im Kessel befindet sich ein fünfpoliger Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Der eingebaute Decoder erkennt die Formate MFX Plus und DCC. Mit Neugier erwarten die Preiserlines die Rückkehr der formschönen Maschine. Kolbenstangen, Schutzrohre und filigrane Rauchkammertürtritte liegen bei und können individuell montiert werden. Auch der Tender ist sehr detailliert gestaltet worden. Nun haben wir den Lok-Tender-Abstand auf die Vitrinenstellung gebracht. Wer großzügige Radien verbaut hat, kann so auch problemlos über die Kargleisanlage fahren. Bei Märklin denkt man bekanntlich stets in Zügen. Sie kommt nicht allein. Wir haben die bayerischen Schnellzugwagen, die wir im Programm haben, noch mal neu aufgelegt. Aber nicht einfach als Wiederauflage, sondern mit neuer Betriebsnummer und neuem Zuglauf, dass man einen komplett neuen Zug dann damit darstellen kann. So werden 3 Schnellzug und 1 Schnellzug Gepäckwagen zu den perfekten Begleitern der wunderschönen Maschine auf der Anlage oder in der Vitrine. Wobei es eigentlich schade wäre, wenn dieser elegante Renner keinen Auslauf erhalten würde. Es ist ein Hochgenuss, die hochachsige in voller Fahrt bewundern zu dürfen.
Nach kurzer Wendezeit in einem nahegelegenen Bahnhof wird die Kultlok gleich wieder im Rampenlicht erscheinen. Alle Modelle erscheinen auch bei Trix.